Er greift einmal zu dem ja, Flachmann und nimmt einen großen Zug. Nun, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, nicht wahr? Genau, hoffen wir, dass es nicht dazu kommt, dass ich mich verteidigen muss. Wir sind ja Na, mit sehr vielen gut. Söldnern unterwegs. Wie gesagt, ich werde keinen von denjenigen vermissen, die in Festum von Bord gehen und jeder, der zurückbleibt, ist ein Gewinn. Ja, bei vielen hier werde ich zustimmen. Definitiv. Stellt mir eine Liste zusammen. Ich komme bald wieder. Das tut er. Noch irgendwelche anderen Dinge, die ihr tun wollt, bevor es losgeht? Habe mir. Ich hatte vorher einen Brief geschrieben, die würde ich einfach einstecken jetzt und die Liste vorstellen, wie gesagt, der Medikamente bzw. der Heilkräuter und sonstigen Kräuter, die man brauchen kann. Und ja, sonst nichts weiter. Lies doch einmal bitte den Brief vor, den du geschrieben hast, und an wen ist er adressiert? Das ist vielleicht noch einmal wichtiger. Vor allem, was ist das für eine Person? Also, ich habe den Brief an Magister Magnus Olorant von Gareth Rotenfels geschickt, oder will ihn schicken. Jener Magister ist Spektabilität der Akademie der Austreibung zu Perigrum. In Perigrum hatten wir eine gewisse unselige Auseinandersetzung mit der Flottenadmiralität des Perlenmeers. Und ich versuche in diesem Brief Magister Olorant zu bitten oder darauf zu insistieren, dass er über Oloran von Gareth Rotenfels einwirkt, über die Kaiserin auf die Flottenadmiralität Rudern von Mendena beziehungsweise den Großinquisitor Lakonda La Conda da Davania. Vania. Genau. Oloran von Gareth Rotenfels ist Mitglied der kaiserlichen Familie und er ist der Sohn meines Wissens von Bardo des Kaisers Vorreto. Reto hat ihn ja vom Thron gestoßen und insofern ist er im innersten Zirkel des Machtkreises in Gareth. Okay. Also. An Magister Magnus Oloran von Gareth Rotenfels, Spektralität der Akademie der Austreibung zu Perigrum, euer allerdurchlauchtigste Hoheit. Seid gegrüßt. Die Umstände, unter denen ich euch schreibe, sind alles andere als wünschenswert. Doch ich möchte euch kundtun, welche Dilemmata mich nötigen, diese Zeilen zu verfassen. Zu diesem Zweck muss ich allerdings etwas ausholen. Wie ihr sicherlich wisst, begleite ich bei meinem letzten Besuch Perigrums seiner Erlaucht Tronfic von Briggelsaum. Die Verwicklungen des Markgrafs, in dem ich seine Erlaucht mit dem Besuch des Gefängnisses der Admiralität verstrickte, werde ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen, um den Markgrafen und mein Vertrauensverhältnis zu ihm zu schützen. Die Bekanntschaft mit den jetzigen Renegaten um den Ritter Jarlath Greifmund von Schnattermoor führt mich tief in die blutige See und auf die dämonenartige Gezeitenspinne. Alleine die Anwesenheit auf dieser Arche ist bereits ein Schandmal auf meinem Haupt. Doch ich ertrage diese Schande angesichts der Möglichkeit, die blutige See zu bekämpfen und diesen Schandfleck auf Dire zu tilgen. Der Kampf gegen die Handlanger Xerans erfüllt mich mit Stolz und den Kampf gegen die Versuchung durch die Widersacher der Zwölfe ist dies wert. Ich versichere euch, dass auch meine Gefährten auf dieser Reise meinen Glauben an die Zwölfe teilen. Ich möchte und darf nicht mehr erzählen, doch seid versichert, dass in naher Zukunft uns ein Schlag gegen Xeran gelingen wird, so die Götter mit uns sind, der das Angesicht der blutigen See entscheidend verändern wird. Ich möchte euch angesichts eurer Weisheit und Weitsicht bitten, an höchster Stelle zu unseren Gunsten zu insistieren und um Milde bei dem zu erwartenden Strafmaß zu ersuchen. Ich bin mir bewusst, dass ich euch in eine diffizile Lage bringe. Doch ich weiß um eure Gnade und tiefe Einsicht in die Fallstricke, die die Gegner der Zwölfe dem Gläubigen auferlegen. Ich gebe mich in eure Hände und lege meine Hoffnung in euch. Hochachtungsvoll, Adeptus Major Abelmir Jamorinis,
Absolvent der Halle des Verendeten Kampfes zu Betana, derzeit an Bord der Dämonenarche Gezeitenspinne. Unterschrieben und gesiegelt. Sehr schön. Diesen Brief eingesteckt mit einem guten Gefühl, vielleicht einem Beilunker Reiter übergeben oder vielleicht auch einem Magier, der diese Botschaft übermitteln kann, in vertraute Hände geben, damit sie richtige Stelle erreichen. Achmat, irgendetwas, was du planst? Achmat würde tatsächlich nur eine rituelle Reinigung vorführen und dann endlich mal wieder in Festum vernünftig beten können. Dort wirst also du einen Tempel finden. Genau, auf der Arche hatte ich nicht vor zu beten. Mhm. Eldan Gorbas. Mein Plan ist rauszufinden, wie... ist die Mannschaft eigentlich schon eingeweiht, was wir bald tun oder nicht? Nein, das ist Offiziersbeisammensein. Die Offiziere, also eure Wenigkeit zusammen mit Hasswolf und Numinorus wissen Bescheid. Vielleicht weiß es auch noch der... muss gerade gucken. Der Oberst wird es sicherlich wissen. Wahrscheinlich ist es auch den anderen Offizieren, also Bronn, auch noch nicht gesagt worden. Das ist dem innersten Kreis vorbehalten. Okay. Ja gut, dann brauche ich das nicht tun. Dann kümmere ich mich einfach nur um... ich möchte im Grunde... Ja, eigentlich möchte ich erst zum Captain gehen und dann versuchen, eine Büßeeinheit innerhalb der Dämoneneiche aufzustellen. Und zwar aus allen Mitgliedern der Dämoneneiche... Also von der Besatzung, die mir von Sünden berichten, die ich dafür würdig halte. Oder ihre Sünden reinzuwaschen im Auge Praios. Was auch immer diese Sünden sein mögen, ob es jetzt Stehlen sein mag oder Schlägereien oder ähnliches. Möchtest du einen kleinen Schrein errichten oder wie? Nee, mein Plan ist im Grunde für den nächsten Kampf so eine kleine Einheit, vielleicht 10 Leute oder so zusammenzuführen, die okay, die schlimmsten... Büßer, also Sünder auf der Arche halt und die im Grunde so eine Einheit zusammenzubringen. Ah, okay, dann verstehe ich. Alles klar. Ja, wirst du finden. Würfel mal ein W20. Ah. Vielleicht überzeugen? 16. Oh, genau. Gib mir nochmal entweder überzeugen oder Heilkunde Seele. Das finde ich auch gut. Oh, warte mal, ich muss hier gucken, ob ich Heilkunde Seele habe. Das kannst du erleichtern um dein Grad in Liturgiekenntnis Praios. Ist wahrscheinlich 3. Ja, richtig. Wenn du nicht weiter gesteigert hast, der reine Akkulut bekommt dann auf 3 die... Ja, dann nehme ich Heilkunde Seele. Gut, minus 3. Das sieht gut aus. Ja, dann schließen sich dir 16 Leute an. Das sind dann ähnlich, kannst du das vergleichen, wie diese Piraten. Die werden dann unter deinem Schutz, unter deiner Führung, werden sie sich dir anschließen und für ihre Sünden, die sie begangen haben, egal wie schwer oder auch nicht schwer, werden sie dann dir folgen. Gut, das ist mein Plan. Aber ich würde sie noch nicht einweihen, warum ich diese Einheit aufstelle. Ich würde die einfach nur göttergefällig aufstellen. Ja, gut. Also es sind sowieso Söldner und die gehen sowieso mit ihrem Leben nicht bohren ungefällig um. Also sie achten das Leben schon, aber gerade wenn sie dann eben, wenn du sie darauf einbeschwörst und sie ihnen nochmal ins Gewissen redest, dann wirst du hier auch eine kleine Fanatiker-Einheit kriegen. Gute Idee. Sehr gut. Kiaras, du bekommst die Liste von Jasper dem Wandler. Hat dir eine Absage erteilt, er möchte dich nicht nach Festum begleiten und damit musst du dir irgendwas Neues überlegen, wie, Jalan wollte ihn ja irgendwie entsorgen oder dalassen, wie genau das definiert ist, hat er sich irgendwie in Schweigen gehüllt, aber er möchte dich nicht aktiv begleiten, euch. Nein, das ist ja auch voll in Ordnung. Ja, also wenn du mit den Rezepten, mit dem Rohmaterial wiederkommst, dann kann er dir sicherlich ein paar Tage habt ihr noch, so 4-5 Tage, dann ist diese Sternkonstellation erreicht. Zumindest ist dir das bekannt, denn das Datum sollte euch ja bekannt sein. Kann er dir dann bis zu diesem Datum Heiltrank herstellen in Qualität F und er kann dir einmal einen, was wolltest du haben? Ein Geschicklichkeitstrank? Ein Kraftelixier wollte ich gerne haben. Ein Kraftelixier. In D. Gut. Ja, das könnte er dir dann brauen, aber dafür muss er natürlich bei voller Gesundheit sein und wenn Jalan ihn irgendwie nebenbei noch beseitigt, ist das natürlich sehr abträglich und dann würdest du diese Tränke nicht bekommen. Selbstverständlich. Und ich will natürlich jetzt auch nicht mit der Tier ins Haus fallen und
super verdächtig sein, wenn ich ihn ausfrage, was jetzt bitte seine Pläne sind. Das würde auch irgendwie nach hinten losgehen, denke ich. Ja, also wenn ihr dann in eines der beiden Boote steigt, ob das jetzt die Hammerhai ist oder die Feuerjin, dann wird er nicht dabei sein. Ich würde ganz gerne meine beiden Sklaven dazu dieser Strafexpedition schicken und wenn sie Sünden zu beichten haben, sollen sie sich auch dieser Strafexpedition anschließen. Okay, also ja, sie gehorchen dann deinem Befehl, weil du eben einfach ihr Meister bist, ihr Herr und Meister, aber sie sehen das nicht so schlimm mit den Sünden und würden da auch nichts zugeben, obwohl sie natürlich irgendwie gesündigt haben, gerade wenn es irgendwelche Söldner sind, die dann in Sklaverei sind. Klar haben die irgendwas Böses getan, aber die sind da auf keinen Fall so überzeugt. Aber dann wird aus der 16 eine 18 und damit bekommt Eldan Gorbas auch das Oberkommando über zwei weitere Söldner. Sklaven. Also es geht mir halt nur darum, dass sie da ihre Sünden beichten und dass sie dann halt fürs Gute sterben. Gut. Immer. Dir wurde wohl aufgrund der Küche der Oberbefehl gegeben, du sollst diese Einheit begleiten. Einfach weil es hier jetzt um Reis geht, der dann da verteilt werden soll. So viel Reis hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Die Stau- und Laderäume waren ja voll davon und das alles wurde jetzt nach und nach verladen. Und daher wirst du wohl auch diese Expedition nach Festum begleiten. Möchtest du sonst irgendetwas tun? Möchtest du irgendwas anleiern? Ja, ich habe ja noch die Essensreste, die unser lieber Ahmad ausgespuckt hat, eingesammelt. Die habe ich den Hunden dann sozusagen ins Essen reingemischt, weil die sind ja noch gut. Und mit ein paar der Schnittchen bin ich dann zu Lupti gegangen und der irgendwie hier neben den Hunden vielleicht sich hingesetzt hat anscheinend. Und habe ihm auch ein paar Schnittchen angeboten. Hier, Lupti, nimm doch ein Schnittchen. Das ist lecker, das was zu essen. Lupti sich freuen. Lupti sonst nie kriegen Sachen aus der Küche, sondern Lupti essen das, was in Arche wächst. Ja, hier ist das. Sag mal, wo findet man denn eigentlich, wenn man die suchen würde, die beiden Passagiere, die sich versteckt hatten? Wo sind die mittlerweile untergebracht? Genau wissen. Jalan, okay, wo hattest du die untergebracht? Haben die normalen Passus bekommen oder sind die unten im Gefängnis? Die wurden nach in einer Kabine unter Hausarrest gestellt, aber jetzt gerade nehmen wir sie ja mit nach Festum. Okay. Lupdir wissen, dass sie eine eigene Zelle bekommen haben, unten bei den Quartieren der normalen Mannschafter, aber mittlerweile werden sie gebracht in Richtung der Feuerjin. Also sie wohl stehen gerade unten im Bootstock. Ja, okay. Haben die beiden schon heute was zu essen, was zu trinken bekommen, weißt du das? Nein, Lupdir das nicht wissen. Lupdir ist beschäftigt mit der Arche und sich darum zu kümmern. Aber Lupti kann nachfragen oder runtergehen, wenn du willst. Ach, führ mich da einfach mal dahin, dann lerne ich noch ein bisschen was über das Schiff kennen. Zeig mir dann immer drauf, wenn du irgendwo siehst, wenn du sagst, hier ist das und hier ist das. Ich kenne mich doch nicht so gut aus hier. Und ich will ganz gerne das Schiff kennenlernen. Lupti das gerne machen, er freut sich. Du kannst auch sehen, wie er dann durch seine Arche geht. Als Hausmeister wird er dich dann auch durch verschachtelte Gänge führen, die vielleicht ein bisschen enger sind, wo er nur durchkommt. Kann dir dann aber eben auch beim Pulsieren beibringen, wie man dann eben, wenn so ein Teil des Schiffes pulsiert, wie du dann in einem genauen Zeitpassus da durchkommst, wo eigentlich gar kein Gang ist, wird dich dann über Treppen führen und kann dir dann eben auch noch zeigen, dass es dann gewisse Adern gibt, die man abdrücken kann. Vor allem, wenn man dann eben mit mehreren Leuten über eine Treppe läuft, kann es sein, dass sie sich ruckartig zusammenzieht, was er dann auch einmal demonstrieren wird, voller Freude, und du kannst eben erkennen, wie dann ein Gegenstand, den er wohl gerade dabei hat, ist es wohl irgendwie eine Pfanne aus der Küche, hält er einmal an diese Ader, schlägt einmal kurz drauf und hält dann seine Hand zurück, während die Pfanne mit einer unglaublich brutalen Kraft zerdrückt wird und die Pfanne danach einfach nur noch ein plattes Stück Metall ist. Schau dich an und du kannst eben erkennen, dass das eine unglaublich rohe Kraft ist. Also er verrät dir halt so ein paar Tricks, kann dir da auch noch ein paar verborgene Schießscharten zeigen, die wohl früher benutzt worden sind, zeigt dir dann verborgene Rillen, wo mal Tonkrüge drin standen, mit ein paar Bohrbrat-Moskitos und so weiter und so fort, und am Ende erreichst du dann den unteren Bootstock über ein paar verschachtelte Gänge. Es hat ein bisschen länger gedauert, als du eigentlich bräuchtest, aber dann kannst du dort eben erkennen, wie die Feuer liegt, wieder repariert, ein neues Oberdeck, was da wohl aufgezimmert worden ist, wo dann auch noch ein anderer Name draufsteht. Das ist wohl dieses Schiff, was ehemals da war, wo du die Gefangenen entdeckt hattest, die Safranfass. Und daneben
kannst du erkennen, wie da diese unauffälligen Passagiere sitzen, mit Namen Nezahet und Ehin. Ja, dann geht man auf die beiden zu. Na, ihr beiden, habt schon was gegessen, was getrunken? Wenig. Hier sind ein paar Städtchen, die sind vom Offiziersessen übrig geblieben und was Wasser habe ich auch noch. Ja, danke. Und reicht dir meines erstmal. Sag mal, ich habe da mal eine Frage. Ja, erzähl. Wie richtet man ein Spionagenetzwerk ein, wenn man es einrichten muss? Und übersetzt sich einfach mal so im Schneidersitz dahin und will die beiden jetzt ein wenig aushorchen, wie man wohl ein Spionagenetzwerk grundsätzlich einrichtet, was da die Idee da ist und wie man das angeht. Boah, das ist natürlich schwer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Drachentöter das gemacht hat. Der hat uns natürlich auch nur angeworben, aber wie ich normalerweise vorgehen würde, man muss natürlich erstmal die Loyalität testen. Also Leute, denen du vertrauen kannst, denen du Geheimnisse anvertrauen würdest und die dir eben auch das weitergeben, was sie herausgefunden haben, ohne da eine eigene Meinung mit reinzubinden. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. Also ungefilterte Informationsweitergabe. Und dann müssen sie eben nicht nur loyal sein, sondern naja, sie müssen auch fähig sein. Das heißt, du solltest sie vorher testen. Am besten, dass sie so gar nicht wissen, was sie tun. Vielleicht irgendwelche Aufgaben geben, die total sinnlos sind. Ich habe mal gehört von jemandem, der hat in der Stadt einen Auftrag bekommen und der sollte wohl, zumindest wenn man das diesem Drachentöter glauben kann, er sollte wohl Bier verkaufen. In der Elfensiedlung, das muss man sich mal vorstellen. Und so wurde wohl irgendwie warum? Warum ist das ungewöhnlich? Naja, also du gibst einfach eine Aufgabe, die erstmal unmöglich ist und schaust dann, wie man eine unmögliche Aufgabe angeht oder wie man eben versucht, das Scheitern zu umgehen. Oder ich habe mal gehört, dass es auch von diesem Drachentöter, dass wohl jemand Masken, also so lustige Masken, die man vom Fasching benutzt oder zu den Hesinde-Feiertagen oder sowas, wenn man die dann benutzt oder Raya oder so und die verkaufst du auf einem Boronsfeld, das ist halt auch so eine unmögliche Aufgabe. Daran, du musst einfach gucken, wie diese Leute sich verhalten, wenn sie so eine Aufgabe kriegen. Geht nicht darum, dass sie es schaffen oder dass sie es nicht schaffen, sondern einfach nur, wie der Wille ist, dass sie wieder rangehen. Na, und wenn du eben die Loyalität und ihre Kompetenz getestet hast, dann kannst du sie anwerben. Okay, das verstehe ich. Aber was ist mit Bier und Elfen auf sich? Warum soll das nicht funktionieren? Naja, weil, also so wie ich das verstanden habe, wir haben bei uns nur wenige Djinne, also Elfen, aber die trinken wohl keinen Alkohol, die können diesen Geruch nicht ab. Ah, das wusste ich gar nicht. Ah, okay. Ja, also diese Djinne mögen keinen Alkohol. Okay. Und deswegen ist das wohl eine unmögliche Aufgabe. Gab wohl auch noch eine andere Aufgabe, wo wohl jemand mal elfische Flöten und Musikinstrumente im Zwergen-Schmiedeviertel verkaufen sollte. So Sachen eben. Muss man sich eben was ausdenken. Weil ja, gut, was soll so ein Zwerg in einem Schmiedeviertel mit Musik machen? Da hörst du ja sowieso nur das Hämmern. Ja. Ich glaube, wir sind bald in Festung. Das heißt, ihr seid bald frei, wenn alles gut geht. Passt auf euch auf. Alles klar. Wir sehen uns dann drüben. Vielleicht sieht man sich nicht mehr, aber weiß, ob ich jemand nach Mandena komme. Ach so, ja, ich meinte jetzt eher, wir sehen uns an der Festung und da können wir uns nochmal verabschieden oder so, aber ja, wie gesagt, wenn du uns in Mandena suchst, werden wir wahrscheinlich da sein. So werden wir nicht umgebracht werden. Das ist teures Pflaster. Ja. Ja, er nickt Richtung das Schiff hinter sich, hinter die Safranfass. Erstmal muss ich die ganze Schiffsladung Reis hier mit den Leuten austeilen. Das wird schon Arbeit ohne Ende sein. Ob ich da genug Zeit habe zum Abschieden, weiß ich nicht. Deswegen verabschieden wir uns besser hier. Ich denke, in Festung wird es hektisch werden, da werden wir keine Zeit dafür haben. Alles klar. Immerhin nickt den beiden einmal höflich zu, weil er sie für ungefähr gleichrangig hält. Die sind auch bei der SO-Einsatzsklaven als Gefangene. Ja, wenn die Götter es wollen, werden wir uns wiedersehen. In Mandena. Ja, möge Fix euch begleiten und Glück schenken. Fix mit dir. Fix mit euch. Und so zieht immer mit Luptil wieder zurück Richtung Küche. Unterwegs, das ist doch eine der Schießscharten, ne? Flupp, schmeißt dieses Stück Pfanne da raus. Wir sollten das besser verbergen, dass du die Pfanne kaputt gemacht hast. Das führt nur zu Ärger. Zwinkert Luptil einmal zu und geht mit ihm weiter Richtung Küche. Nein, Luptil, schaut der Pfanne hinterher. Das könnte gut Unmetall werden. Geht dann aber auch hinterher. Was denn Unmetall? Fragt man noch so unterwegs, ganz unbedarf. Die Arche besteht aus den Unelementen Unholz, also nicht Holz und Metall und Feuer und kann auf Wasser fahren gehen. Aber lobt ihr nicht genau wissen, Jasper kann da mehr erzählen.
Lobt ihr sich nur kümmern um die Arche und um den Käfer? Ja, ja, Jasper war einer der Koptanim. Nee, den frage ich nicht. Der macht schon so einen richtigen Koptanim-Eindruck. Mit richtigen Kopter sollte man sich nicht anlegen. Lobt ihr nicht wissen, was ein Kopter ist, aber er ist bestimmt ein mächtiger Mann. Ja. 10 Minuten später steht ihr allesamt auf der Voyager und die Segel werden gehisst. Haben wir all unseren Reis laden können oder müssen wir mehrere Fahrten machen? Eine reicht. Mit zwei Schiffen, die dann aufgeteilt sind, werdet ihr es in einer Sitzung schaffen, auf dem Hafen dann anzulanden. Und wir wechseln die Karte. Gut, dann brauche ich mal bitte von dem führenden Kapitän eines jeden Schiffes eine Seefahrtsprobe. Ihr seid nicht in Unwasser, es gibt keine Stürme aktuell, es ist alles sehr ruhig, es ist nur einfach sehr kalt. Der Wind schneidet und ist jemand von euch kälteempfindlich? Ja. Dann bekomme ich bitte 1W6 Schadenspunkte von dir. Falls noch irgendjemand ist, dann auch da. Und eine Seefahrtsprobe bitte. Für beide Schiffe. Spezialisierung Steuermann zählt? Steuermann zählt. Dann fahre ich wohl die Feuergen. Dann fahre ich die Hammerei. Das sieht gut aus. Ja, und nach einiger Zeit lauft ihr dann in der Festumer Bucht den Hafen ein. Dann doch bitte einmal eine Beschreibung dieses Hafens von denjenigen, die schon hier waren. Ich vermute, das war nur Jarlan. Wie sieht denn der Hafen aus? Der Hafen von Festum ist im Grunde eher ein Flusshafen. Oder zumindest sieht er so aus. Der halt südlich des eigentlichen Hafenbeckens noch die große Speicherinsel hat, auf der, ja, ich will nicht sagen alle, aber die meisten namhaften Handelshäuser natürlich ihre Kontore betreiben. Und dazwischen legen die Schiffe links und rechts an. Ja, wenn ihr die Stadt befahrt, könnt ihr dann aus einiger Entfernung auch schon erkennen, dass die hohen Speicherhäuser hier zum Teil sehr dunkel sind. Es gibt nicht viel Betrieb, vor allem auch nicht auf der Straße. Viele Menschen könnt ihr auf den Straßen nicht erkennen, auch zu dieser späten Uhrzeit nicht. Das ein oder andere Quaken von goblinischen Kreaturen könnt ihr vernehmen und die ein oder andere schleichende oder huschende Gestalt, die dann zwischen den einzelnen Häuserfassaden hin und her huscht. Es ist vielleicht etwas unheimlich, auch gerade wenn der schwarze oder rot blutende Schnee auf den Häuserdächern liegt, weiß ist er nicht. Ein paar einzelne Karäne, die hier in Festum stehen, direkt am Hafen und wohl einige Nivesen, die daneben stehen und sich gerade wohl um die Verladung kümmern, aber es ist echt nicht viel los. Ihr verteilt euer Schiff und könnt dann mit einem der Hafenmeister sprechen, die dann direkt auf euch zukommen, denn es ist hier nicht viel los und die können sich dann direkt für euch die Zeit nehmen. Sven verwahrlost das Kaff. Die Stadt hungert seit geraumer Zeit. Zeigt etwas mehr Respekt. Trete dann auf den Hafenmeister zu. Ihr Götter zum Gruße. Privet. Was habt ihr denn da? Wir haben Nahrungsmittel geladen. Nahrung für Festung. Nahrung für Festung? Da, hört sich gut an. Rajimir, komm mal, Nahrung. Radyuslav, Taras. Nahrung. Gute Männer, wo kommt ihr her? Wir kommen direkt aus Kunchum, südwärts. Oh, Dolgoje Putesh Vidje. Eine lange Reise. Gut, dass diese beiden Schiffe es geschafft haben. Wir haben nicht viel zu essen. Es fehlt uns überall. Deswegen bringen wir welches. Weil wir es sicher durch die blutige See bringen konnten. Da. Also gut, dann wollt ihr es bei uns im Kontor unterstellen? Oder gehört ihr zu einem der hiesigen Händler? Wir haben eine lockere Abmachung mit Zirkewist. Zirkewist, da. Dann kann ich euch bringen zu Zirkewist-Kontor.
Nur das, sie wird uns helfen können, die Nahrung in der Stadt zu verteilen. Da. Wer ist diese Zirkelwist? Miller Zirkelwist ist die örtliche Vertreterin des Handelshauses Zirkelwist. Wir versprachen ihr damals für ihre Unterstützung hier in Festum, dass wir uns bei Handelsgeschäften doch an sie wenden würden. Hatten wir nicht auch ein Geschäft mit den Zaunbrechts? Zaunbrecht? Ich mache keine Geschäfte mit anderen Faunern. Nicht Zaunbrecht, Störrebrand. Störrebrand war ein Fest, ein Kunjon. Aber hatten wir ihn nicht auch was hergebracht? Nein, er wollte es uns schließlich nur verkaufen. Ah, verstehe. Gut. Ihr da, kommt mit mir. Ich wedle die Spielercharaktere herbei. Der Rest passt auf das Schiff auf, damit sich hier niemand dran zu schaffen macht. Wir werden das ordentlich verteilen müssen, damit es keine Aufstände gibt. Und dann geht's los. Ja, wir dürfen nicht vergessen, die Sultana zu erwähnen, natürlich. Natürlich, die Malabasari sind ebenfalls in der Stadt vertreten, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht sollten wir einen Boten schicken zu dieser Zirkelwist. Wir sind doch jetzt auf dem Weg dorthin. Ja, gut. Und jeder Ausruf in der Stadt sollte hergeholt werden. Ist das klug? Nun, wir wollen doch sicherlich ausrufen, dass wir hier mit Nahrung hier sind, oder nicht? Wir wollen keine Aufstände riskieren. Genau. Erst einmal reden wir mit Zirkelwist, die wird uns Ausrufer und Männer zur Verfügung stellen können, um die Nahrung zu verteilen. Wenn sie ihren Namen bei der Gelegenheit ins Rampenlicht drücken kann, wird ihr das ganz recht sein. Also los. Und damit marschieren wir zum Kontor. Ja, dort werdet ihr auch Milota Zirkelwist treffen, die Vorsteherin der Nordlandbank hier vor Ort. Und sie erinnert sich natürlich an dich, weiß natürlich auch um die Beschaffenheit eurer Reise Bescheid, denn du hattest ihr natürlich von der Dämonenarche erzählt. Sie war eben auch eine derjenigen, die gesagt hat, dass es keine Dämonenarche in Festum gibt. Dafür wird sie sorgen. Wenn ihr allerdings sie beruhigt mit den Worten, dass es zwei normale Talucken waren, ist sie ziemlich beruhigt und über sie könnt ihr dann die Speisen verteilen. Vor allem Reis und die wenigen anderen Sachen, die ihr noch zusätzlich mitgebracht habt. Ihr könnt euch alle Guter Ruf 2 für Festum aufschreiben. Und Zirkelwist natürlich auch. Genau, also Zirkelwist ist ja auch ein eigenes Handelskontor. Auch da könntet ihr euch einen guten Ruf notieren. Wenn ihr dann eben in ihrem Namen, was ihr ja gesagt habt, könntet ihr dann eben auch über andere zirkelwistische Kontore dort vorsprechen. Auch das wird sich dort rumsprechen. Einfach dadurch, dass ihr so dermaßen viel Nahrung dann verschenkt oder weitergebt, was ihr von eurem eigenen Geld bezahlt habt. Ja, das wird auf alle Fälle einen guten Eindruck machen. Jalan steht draußen vor dem Konto oder auf einem Wagen, von dem aus gerade vermutlich mehr oder minder geordnet Reissäcke verteilt werden. Blickt mal zu Keras hinab. Seht ihr, Carino? Das lief doch alles besser als erwartet. Zugegeben, das ist wahr. Und ihr wolltet schon kaum mitkommen. Ein Thema mitkommen, dann hüpft natürlich mal. Nicht. Es ist arschkalt hier. Ja. Ach, Thema mitkommen. Ich habe gehört, hier gibt es mal einen Pelz zu kaufen. Kippe von dem Wagen in den Unternehmen, ein Stück an die Seite. Wie sieht die Sache mit Jasper aus? Oh. Nun, ich wollte es nicht zu direkt ansprechen, doch aktuell scheint er mir noch harmlos zu sein. Die Frage ist, wie er reagiert darauf, wenn wir die Arche vernichten wollen. Ein wenig Zeit haben wir noch. Findet heraus, ob wir ihm vertrauen können. Ja, ich werde öfter mit ihm sprechen, aber direkt damit ins Haus zu fallen, dann... Nun würde er mir genauso wenig vertrauen wie euch. Wenn ihr es nicht aus ihm herauskitzeln könnt, werde ich es aus ihm herausschneiden. Also behaltet euch lieber. Gut.